Entwöhnung. Ich will nicht morden, ich soll nicht verraten, das weiß ich. Ich muss noch ein drittes lernen. Ich soll mich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, verrate ich die, die sich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, morde ich die, die sich nicht gewöhnen an das Verraten und an das Morden und an das sich gewöhnen. Wenn ich mich auch nur an den Anfang gewöhne, fange ich an, mich an das Ende zu gewöhnen. Sehr verehrter Herr Bundespräsident Dr. Fischer, liebe Frau Fischer, Exzellenzen, sehr geehrte Festgäste, mit diesem Gedicht von Erich Fried möchte ich die diesjährige Festrede beginnen und mich sehr, sehr herzlich für die Einladung zum Internationalen Bruckner-Fest 2015 bedanken. Es ist mir wirklich immer wieder eine Freude, hier im Bruckner-Haus herzukommen und zu sein, weil es für mich ein wunderbarer Ort der Begegnung ist und ich viele schöne Erinnerungen damit verbinde. Ich habe vor allem tiefen Respekt vor diesem Pult, an dem schon viele große Persönlichkeiten vor mir gestanden haben, wie Paul Lendwey, Klaus-Maria Brandauer oder Karl-Heinz Böhm, um nur einige zu nennen. Und nun darf ich hier vor Ihnen stehen und zu Ihnen sprechen auf dieser Bühne, die voller Geschichten und voller Geschichte ist. Daher will ich meine Rede nützen, der Geschichte eine Bühne zu geben. Vor 70 Jahren war diese Stadt eine geteilte Stadt. Die Menschen standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie waren traumatisiert in jener Stadt, in der der Anschluss 1938 unter Jubel verkündet wurde. Nach Kriegsende wurde Linz zur geteilten Stadt zwischen russischer und amerikanischer Zone, getrennt durch die Donau, vereint durch die Geschichte. Wenn Sie nachher wieder zurückgehen ins Foyer und diesen herrlichen Ausblick genießen, dann sehen Sie Brücken, die die einstigen Zonen verbinden und für jedermann frei zugänglich machen. Brücken, die uns Symbol für gesellschaftliche Verantwortung sein sollen. Linz hat sein hartes Erbe ernst genommen und trägt heute den Titel Friedensstadt. Ein schönes Beispiel. Eine Stadt, die ihrer moralischen Verpflichtung nachgekommen ist und die Gräuel der Vergangenheit als Steigbügel für eine positive Zukunft nutzt. So sollten wir alle diese Erfahrungen als ein Gut begreifen, das wir von Generation zu Generation weitergeben und von dem wir so vieles lernen können. Doch dieser Wissensschatz ist so leicht angreifbar, so fragil und bedarf besonderen Schutzes. Ich bin mit 18 Jahren zum ersten Mal nach Israel gereist und besuche das Land seitdem regelmäßig. Und dort habe ich am eigenen Leib erfahren müssen, was es heißt, dem Terror ausgesetzt zu sein. Ganz plötzlich werden alle Wertvorstellungen, alle moralischen Grundsätze und hehren Ziele erschüttert. Es versetzt uns in Ohnmacht und wischt unsere Ressentiments einfach sofort und es vergiftet uns mit Hass. Mit der kalten Schnauze des Todes im Nacken ringst du um deine Freiheit, bist von Rachegefühlen verseucht und von Angst zerfressen. Plötzlich begegnest du Menschen, die anders sind als du, mit Unbehagen. Du wirfst ihnen unterstellende Blicke zu, verurteilst sie im Geiste und dabei willst du das doch gar nicht. Du spürst eine tiefe Zerrissenheit und meidest es, in den Spiegel zu schauen. Terror kann uns zu Menschen machen, die wir nicht sein wollen. Daher darf Terror nie die Gesellschaft dominieren. Diese Macht dürfen wir ihm nicht geben. Aber Israel hat mich noch mehr gelehrt. Meinem deutschen Verständnis nach mussten diese Menschen damals in den 60er Jahren doch verbittert sein oder zumindest verängstigt. Aber sie waren es nicht. Ich war überrascht von ihrer Offenheit, ihrem unbändigen Mut, ihren Träumen,
ihrem Drang nach vorne. Diese Menschen, ja, sie öffneten mir wirklich mein Herz. Ich habe sie als Menschen kennengelernt, die sich frei von Vorurteilen halten. Und genau das muss unser Credo sein. Frei von Vorurteilen. Dafür muss jede und jeder von uns einstehen. Es braucht nicht immer einen Terroranschlag, um unsere Werte ins Wanken zu bringen. Oft ist es eine Schieflage in der Gesellschaft, die immer schwerer und schwerer wird, bis sie letztendlich kippt. Auf leisen Sohlen schleichen sich Ausgrenzung und Intoleranz in unseren Alltag, an unsere Stammtische, in unsere sozialen Netzwerke, in unsere täglichen Reden. Menschen gehen nicht mehr für etwas, sondern gegen etwas auf die Straße. Damit bauen wir keine Brücken, damit sprengen wir sie. Wir alle sind gefragt, dem etwas entgegenzusetzen. Und dazu müssen Sie kein Staatsoberhaupt, Filmstar oder Konzertmanagerin sein. Sie müssen nicht auf der Bühne des Brucknerhauses stehen und in eine Kamera lächeln. Gesellschaftliches Engagement passiert dort, wo sich die Gesellschaft manifestiert. In jedem Gespräch, in jedem Facebook-Posting, in der Straßenbahn oder morgens beim Brötchen holen. Es ist unser aller Pflicht als Demokratinnen und Demokraten, aufeinander zuzugehen, Beziehungen zu knüpfen und Räume der Begegnung zu schaffen. Das Brucknerhaus ist für mich ein solcher Raum. Denn Musik ist immer ein besonders eleganter und ergreifend emotionaler Weg, um eine Brücke zwischen den Kulturen zu schlagen. Daher freut es mich, dass Sie in diesem Jahr China zum Tanz auf das internationale Musikparkett gebeten haben. Schön, dass Sie diesem Land die Hand reichen und es zum Dialog einladen. Damit zeigen Sie, dass das Thema des diesjährigen Brucknerfestes Begegnungen richtig gewählt wurde und das Brucknerhaus tatsächlich ein Ort internationaler Begegnungen ist. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, wer die Zukunft erforschen will, muss die Vergangenheit kennen. Weise Worte aus dem fernen Osten, die nichts an Aktualität eingebüßt haben. Die Geschichte eines Volkes ist nie abgeschlossen. Sie wird nie Platz in einer Vitrine finden, da sie kein Antiquariat ist, das irgendwann verstaubt. Geschichte lebt in jedem und in jeder von uns. Wenn wir Geschichte allerdings auf die Schuldfrage reduzieren, finden wir keine Antwort. Wir dürfen sie nicht als Erbsünde begreifen, die wir mit Bürde tragen, die schwer auf unseren Schultern lastet und uns letzten Endes in die Knie zwingt. Nein, das darf Geschichte nicht sein. Es ist sehr, sehr wichtig, seine Biografie zu hinterfragen. Ja, das bin ich mir als Deutsche und Ihnen als Österreicherinnen und Österreicher geht es da sicherlich genauso bewusst. Wir dürfen es aber unserer und der nachfolgenden Generation nicht verwehren, frei in eine neue Welt einzutreten. Wohl aber können wir Verantwortung einfordern, sich damit zu befassen. Ich habe auch die 1968er hautnah miterlebt. Viele denken reflexartig dabei an den Terror. Dem verweigere ich mich. Ich möchte daran denken, was die Ursprünge waren und was wir aus dieser Zeit mitgenommen haben. Es war eine Phase, in der wir uns zum ersten Mal sehr stark und intensiv mit unserer Demokratie auseinandergesetzt haben. Dieser Prozess war wichtig für die weitere Entwicklung. Wir haben gelernt, Dinge zu hinterfragen, sie kritisch zu betrachten und vor allem uns selbst zu reflektieren. Und das war nicht selbstverständlich damals. Wir sind übereingekommen, dass jede Form der Ausgrenzung, der Fremdenfeindlichkeit, des Antisemitismus gegen die Menschenwürde verstößt, verachtenswert ist und bestraft werden muss. Wir alle, die wir hier sitzen, haben persönliche Erfahrungen oder Bekannte einer Generation, die flüchten mussten, die die gnadenlose Peinigung des Krieges gespürt haben, die selbst erfuhren, was es heißt, plötzlich kein Zuhause mehr zu haben. Genau das also, was gerade
Tausenden von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Kriegsgebieten passiert. Wenn ich die Entwicklungen dieser Tage sehe, Gruppierungen wie Pegida beobachte, die populistisch niederträchtige Ausschlachtung des Asylthemas höre und erkenne, dass ganze Völker stigmatisiert werden, entfacht das etwas in mir. Ich werde wieder daran erinnert, dass ich nicht nachlassen darf, andere Menschen zu überzeugen, dass ich nicht nachlassen darf, dem etwas entgegenzuhalten, dass ich nicht nachlassen darf, andere anzuregen, nachzudenken. Und dazu will ich all meine Möglichkeiten ausschöpfen. Als Person des öffentlichen Interesses, als Demokratin, als Europäerin, als Mutter, als kritischer Geist, als Freundin, als Teil der Gesellschaft, kurz als Mensch. Sie werden im Brucknerfest die Premiere der Oper Weiße Rose feiern. Mit ihrem Ansatz vereinen Sie in dem Stück bildende Kunst, wundervolle Musik und ein beispielloses Kapitel der Widerstandsbewegung im NS-Regime. Das Engagement der Geschwister Scholl ist mit Zivilcourage ungenügend beschrieben. Jedenfalls waren sie unbeirrbar in ihrer Werthaltung bis hin zur Hinrichtung. Ich halte es für wichtig, und daher freut mich diese Premiere ganz besonders, wenn ein Haus wie das Bruckner Haus, das einen Leuchtturm der Kultur symbolisiert, konsequent die Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema sucht. Ich habe vor einigen Jahren hier im Bruckner Haus, ich glaube, es war in einem anderen Saal, Texte jener Autorinnen und Autoren gelesen, deren Werke 1933 bei der Bücherverbrennung in Flammen aufgingen. Es war eine sehr bewegende Veranstaltung. Der Titel war »Verbrannte Bücher, verfemte Komponisten«. Auch Erich Kästners Werke wurden damals verbrannt. Erich Kästner, für mich Held meiner Kindheit und später Meister scharfsinniger Sätze. Er sagte einmal, und das ist einer meiner Lieblingssätze überhaupt, ich zitiere, »Entweder man lebt oder man ist konsequent.« Ich lebe so unglaublich gerne und ich bleibe konsequent darin, Brücken zu bauen, für Toleranz, Offenheit und für Völkerverständigung einzutreten. Erich Kästner blieb konsequent darin, trotz des Nazi-Regimes nicht zu emigrieren, was viele seiner Kolleginnen und Kollegen taten. Er ist in Deutschland geblieben, um zum Erzähler dieser Zeit zu werden. Bekanntermaßen formulierte er, ich zitiere, notwendige Antworten auf überflüssige Fragen, Zitat Ende. Sie sind nicht überflüssig, sie sind müßig. Kästner hat selbst aus nächster Nähe gesehen, wie seine Werke bei der Bücherverbrennung in Flammen aufgingen. Er hat die Hitze des Feuers gespürt und kalte Asche eingeatmet. Ringsum eine tosende, jubelnde Menschenmenge im Kampfgebrüll. Monate davor waren sie von seinen Worten noch angetan. Jetzt ergötzten sie sich daran, seine Gedanken in der Glut zerfallen zu sehen. Versetzen Sie sich einfach mal in Erich Kästners Lage. Angst, Wut, Verzweiflung, Entsetzen. Ich stelle mir das Ganze als ein grausames Wechselbad tiefsitzender Gefühle vor, die sich wie tausend Nadelstiche angefühlt haben müssen. Minuten waren qualvolle Stunden, verbrannte Seite um verbrannte Seite, ein Dolch in seinem Herzen. Inmitten einer aufgeladenen Menge, einem übermächtigen Monster gleich, das plötzlich nur noch archaisch, blind und von den Flammen aufgepeitscht bereit zu lynchen ist. Ich möchte mir diese Angst gar nicht vorstellen, denn sie ist ja kaum auszuhalten. So klar diese Situation für uns aus heutiger Sicht ist, können wir uns denn eigentlich sicher sein, dass wir nicht auch in das Getöse eingestimmt hätten? Dass wir uns nicht auch von dem Überschwang hätten bezirzen lassen? Dass wir resistent gegen die Lügengeschichten gewesen wären? Können wir das denn heute, wenn wir die Nachrichten einschalten,
wie leicht wir Menschen doch verführbar sind. Und davon nehme ich mich nicht aus. Es bedarf Kraft und Mut, sich dem entgegenzustellen, weil es immer einfacher ist, sich dem Rauschen zu ergeben und in der Mehrheit seine Heimat zu finden. Doch dann verkennen wir das Erbe unserer Geschichte. Dann schmähen wir, was Generationen für uns erkämpft haben und oft mit dem Tod bezahlten. Dann ist das Häme gegenüber der Demokratie, die für uns selbstverständlich ist, für die andere noch immer auf der Straße sterben. Versetzen Sie sich noch einmal mit mir zurück zu dem tosenden Mob, der immer noch blind vor Wut Buch um Buch ins Feuer wirft, um die Flammen höher schlagen zu lassen. Hören Sie die Hassparolen, die wie Brandbeschleuniger dem Feuer mehr und mehr Sauerstoff geben, bis seine Hitze unerträglich wird. Wenn Sie jetzt in die Tasche greifen, Ihr Smartphone herausnehmen und sich in Ihre sozialen Netzwerke einloggen, dann erkennen Sie, der Mob, er tänzelt immer noch. Und wir stehen alle am Feuer. Wie Zündschnüre bahnen sich Hasspostings, diffamierende Kommentare und Verleumdungen einen Weg durchs Netz. Und Sie wissen nie, wann und wo die Bombe hochgeht. Nahezu konsequenzenlos werden hier Brandherde gelegt, die sich binnen Kürze zu atemlosen Lauffeuern ausbreiten. Und wie Giftpfeile schießen sie durchs Netz, doch jene, die sie abfeuern, verstecken sich hinter den Bildschirmen und verschwinden in der Anonymität der Community. Ich kenne diese Anfeindungen. Sobald du öffentlich ein Statement abgibst, aufhörst nur Schauspielerin zu sein und du vehement für etwas eintrittst und dich lautstark zu deiner Meinung bekennst, dann stehst du in der Kritik. Das ist auch gut so, das soll so sein und das muss so sein. Unsere Demokratie lebt von Dialog und von Diskussion. Wir halten heute mächtige Kommunikationsmittel in unseren Händen, die es uns ermöglichen, sehr schnell sehr viele Menschen zu erreichen, zu mobilisieren, sie zu informieren. Es kann aber auch umgekehrt passieren. Beschimpfungen, Denunzierungen oder Anschuldigungen sind schnell getippt, getwittert, gepostet. Ich persönlich finde, seit es soziale Netze gibt, hat die Wucht der Anfeindungen, denen man plötzlich ausgesetzt ist, massiv zugenommen. Das erfüllt mich mit Entsetzen, denn das kann Existenzen vernichten und Menschen zugrunde richten. Und daher liegt es an uns, die Zündschnüre im Netz zu löschen, im Trommelwirbel Farbe zu bekennen, die Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen. Genau dann müssen wir aufstehen und uns mit aller Kraft dagegen stemmen. Unsere Generation hat andere Möglichkeiten als die Generationen vor uns. Es ist unsere Verpflichtung, diese mächtigen Kommunikationsmittel sinnvoll einzusetzen. Übrigens nicht nur an Gedenktagen und nicht nur bei der Eröffnung des wundervollen Brucknerfestes, sondern Tag für Tag in unserem Alltag. Es liegt an uns, diesem Wahn keinen Sinn und keine Bühne zu geben, weil wir wissen und weil wir gelernt haben, dass Krieg keine Sieger kennt. In 2 Wochen, oder vielleicht noch kürzer, glaube ich, wählen Sie hier in Oberösterreich und in Linz. Ich wünsche Ihnen und dem schönen Land Österreich, dass Sie ein Wahlergebnis erzielen, das ein klares Bekenntnis zur Menschlichkeit, Humanität und Solidarität ist. Ich hoffe, dass Sie zeigen können, dass Ausgrenzung hier keinen fruchtbaren Boden findet. Ich hoffe, dass die Menschen hierzulande es verstehen, dass Wahlen ein Weg sind, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten und dass sie es als ihre ehrenwerte Pflicht ansehen, ihre Stimme abzugeben. Erich Kästner meinte, wir wären die Chronisten unserer Zeit. Ich gehe noch weiter. 70 Jahre nach Kriegsende haben wir das Pouvoir,
Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren zu sein. Es ist wichtig, sich einzumischen und Dinge zu hinterfragen, gerade weil wir die dunklen Kapitel unserer Geschichte kennen. Sie alle haben es selbst in der Hand, der verbindende Kitt und der feine Unterschied in unserer Gesellschaft zu sein. Inspirieren Sie die Menschen und lassen Sie sich inspirieren. Seien Sie provokant und ehren Sie jene, die Sie fordern. Seien Sie Menschen, die für etwas brennen und nichts verbrennen. Hören Sie niemals auf, Brücken zu bauen, gesellschaftliche Brücken, Brücken der Kultur und der Kulturen, Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen historischem Erbe und Gestaltungsfreiheit, zwischen einst geteilter Stadt und internationalem Brucknerfest. Darin liegt die große Chance unserer Zeit. Folgen Sie dem Motto des Festes. Begegnen Sie Ländern wie China, Südkorea, Armenien, Russland und vielen weiteren und seien Sie selbst ein Symbol der Weltoffenheit. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich Ihnen ein weiteres kleines Gedicht vortragen, das ich ein ganz klein wenig adaptiert habe. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen ein ganz wundervolles internationales Brucknerfest 2015. Friede von Josef Reding. Bloß keinen Zank und bloß keinen Streit. Das heißt auf Englisch ganz einfach Peace und auf Französisch Paix und auf Russisch Mir und auf Hebräisch Shalom und auf Chinesisch He Ping und auf Deutsch Friede oder Du komm. Lass uns zusammen spielen, zusammen sprechen, zusammen singen, zusammen essen, zusammen trinken und zusammen leben, damit wir leben. Vielen Dank.